Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir haben das letzte Mal dieses Gebiet hier von den Borgia befreit und ich wollte eigentlich hier noch so einen Assassin rekrutieren. Ich möchte im Vorhinein, bevor wir hier in diese Folge starten, schon mal sagen, dass es bei mir ohne Tee noch nicht geht. Das heißt, neben mir steht hier immer noch so eine Kanne Tee. Die mir hoffentlich meine Stimme ein bisschen erleichtern wird, weil ich, wie gesagt, noch nicht so viel am Stück reden möchte. Deshalb habe ich in den letzten Tagen auch nicht so viel aufgenommen, um meine Stimme ein bisschen zu schonen, weil ich teilweise die ganze Nacht durchhusten muss und das ist nicht gerade angenehm, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und ich möchte ja, dass das dann auch irgendwann mal weg ist. Deshalb, also falls ich husten muss, keine Sorge, ich versuche natürlich dran zu denken, dass ich mich dann mute. Das ist ja auch blöd für euch, wenn ich euch dann hier das Ohr abhuste. Hä? Was ist denn jetzt hier? Achso, ja, hier hätte ich nicht lang gehen dürfen. Das hätte man mir auch mal sagen können. Habe ich gerade was gekontert? Ich habe gar nicht gesehen, dass der mich angegriffen hat. Das ist natürlich auch gut. Jetzt, wir machen gerade übrigens unseren Dolch. Ich weiß nicht, ob man wirklich viel sehen konnte jetzt von dem Attentat und so weiter. Ja, aber wie gesagt, was ich noch sagen wollte, ich werde natürlich versuchen dran zu denken, mich zu muten, wenn ich mal ganz doll schlimm husten muss. Das kann natürlich passieren. Ich hoffe, dass es mir nur in irgendeiner Sequenz passiert, wo ich sowieso nicht reden muss. Ansonsten, wie gesagt, tut mir leid, Leute, aber anders geht's gar nicht. Und ich will nicht, dass ihr so lange jetzt auf Folgen verzichten müsst. Nur weil ich hier ein bisschen Husten habe. Also müssen wir uns jetzt damit ein bisschen arrangieren. Arrangieren klingt ein bisschen wie Orange, aber hat damit nichts zu tun. Hui. Oh, ja, schade. Hallo. Ah, hier ist Diebe. Sind es Diebe? Das sind Diebe, ja. Haben wir schon mal das Hauptquartier der Diebe gefunden. Aber mit denen haben wir ja noch gar nichts am Hut. Hui. Ach du Kacke. Ja, nett. Das war irgendwie ein bisschen knapp da, dass ich mir da gerade noch so festgehalten habe. Ich renne übrigens gerade, also falls ihr euch wundert, wir waren ja gerade direkt neben so einer Mission zum Beschützen. Ich bin gerade verwirrt. Ja, lass mich los. Alter. Los, verliert ihn nicht aus den Augen. Gebt ihm los! Boah, Alter. Die gehen mir voll auf die Nerven, ne? Greif mich an. Boah, der geht mir vor allem auf die Nerven. Mit deinem Sandgeschmeiße. Puh. War hier nicht gerade ein Rekrut so, dass wir einen rekrutieren konnten? Und auf einmal haben uns alle angegriffen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Leute. Oh, jetzt sind wir den ganzen Weg hier gelaufen, um so einen Typ zu rekrutieren. Und jetzt ist hier keiner. Wollt ihr mich verarschen, bitte? Also, oh, ich will nicht diese blöde Mission machen müssen, nur um einen zu rekrutieren. Das ist nervig. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, ich habe ja gar nichts gesagt. Das sind teilweise echt ein paar witzige Kommentare dabei. Oh, du trägst was Leckeres essen. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Entschuldigt, ich hatte heute keinen so guten Tag. Und das musste jetzt gerade einfach mal sein. So. Ach ja. Dann geht's mal auf hier hoch. Ab nach oben. Ja, Ezio, du kannst da eigentlich normalerweise hochlaufen. Oh Leute, Adlerauge bitte mal kurz anmachen. Da ist nämlich hier links von dem Turm noch so ein Datenfragment. Ach, was mache ich denn das so? Jetzt muss ich hier einmal außen rum. Ezio? Das war nicht so geplant. Ja. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite hier hoch.
Gehen wir mal hier hoch. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ah, ja. Auf nach oben, bitte. Da ist nämlich ein Aussichtspunkt. Und Aussichtspunkte helfen mir immer sehr schön bei Orientierungssachen. So. Einmal synchronisieren, bitte. Oh, da steht noch ein Schatz. Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen, hätte ich nicht synchronisiert, ne? So, 12 von 22 haben wir schon. Also ihr seht, so viele gibt es hier gar nicht. Ich glaube, in Rom, in Assassin's Creed Brotherhood, gab es auch nur 24 Stück. Und hier gibt es jetzt sogar nur 22. Da gab es in Assassin's Creed 2 ja viel mehr. Einfach mal runter, bitte. So. Was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten zu machen? Ich zoome mal ein bisschen weiter raus. Wir haben im Prinzip nur die Sophia-Erinnerung und wir wissen ja alle, was das für eine Erinnerung ist. Was ist denn hier noch? Bücher. Ach, ja. Ich würde vorschlagen, da machen wir doch dieses Assassinen-Rekrutieren-Kram. Ich meine, die Mission wird zwar heute eine dieser nervigen sein. Wahrscheinlich mit diesem Wali. Oder oben ist noch eins. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt immer, wenn ich so eins sehe, einfach mein Adlerauge nur anmache. Das ist einfach nur, dass diese Animus-Datenfragmente mir angezeigt werden auf der Karte, weil der sich das speichert, wenn ich es einmal gesehen habe. Und deshalb mache ich dann immer mein Adlerauge an. Ja, schlau, schlau. Oh, Schatz. Ein Schatz. Wie schön. Ich glaube, da ist sogar Geld drin. Da sollte Geld drin sein. Ja, endlich mal ein Schatz mit Geld. Ne? Nie Gelder. Geld darin. Hallo. Ach, du möchtest dich jetzt nicht mehr bestechen lassen? Auch gut. Oh, ich brauche eine Videosequenz. Ich muss husten. Nein. Ezio? Kannst du mal bitte in die Richtung laufen, in die ich auch gucke? Oh. Die Taschendiebin. Eine Taschendiebin hat... Ach so, das ist gar nicht so schwer. Eine Taschendiebin hat sich heute einen Spaß erlaubt. Identifizieren Sie sie und sprechen Sie mit ihr. Da wahrscheinlich, das Ding. Mit der Taschendiebin reden. Versucht nicht, alles Geld auf einmal auszugeben. Von welchem Geld sprecht ihr? Signora, ich erkenne einen Taschendieb, wenn ich ihn sehe. Eure Technik ist gut, aber nicht perfekt. Es geht. Bis zum heutigen Tag wurde ich nie erwischt oder verdächtigt. Ich zeige euch ein paar Kniffe. Kniffe. Ich brauche keinen Lehrer. Das kann ich beweisen. Kniffe in den Hintern zeigt er ihr. Oh, entschuldigt, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ben. Vergesst, dass ich das gesagt habe, bitte. Mit der Taschendiebin reden. Haben wir gemacht. Oh, jetzt müssen wir zeigen. Meine Finger sind steif. Seine Finger sind steif. Solange es nur die Finger sind. Kommt, dann teilt ihr ein Schicksal. Nieder mit euch! Schande über euch! Ich töte alle, die mir im Weg sind. Ja, Leute, jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen in einer Zwickmühle gerade hier so. Weil hier geht's nicht weiter. Aber egal, dann klettern wir mal schnell hier hoch. Sehr schön. Was für ein Spektakel. Nieder mit dir! So, die haben jetzt alle gerade einen kleinen Hass auf uns. Aber wir haben natürlich ganz schön viel Geld gestimmt. Nun, meine Beute war recht gut. Habt ihr euren freien Tag? Bevormundet mich nicht. Ich bin eine gute Diebin. Ihr habt es selbst gesehen. Das stimmt. Und ich wäre erfreut, wenn ihr euch den Assassinen anschließt und euer Talent sinnvoll einsetzt. Wie kann man denn das Talent Taschendieb sinnvoll einsetzen, ja? Bitte? Ich kann nicht ewig von den Früchten anderer leben. Cool. Ja. Jetzt haben wir die auch rekrutiert. Sehr schön. Ah,
Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Kannst du mit Hilfe von uns? Ja, die gibt es nämlich auch. Das sind so eine komischen Attentäter. Die haben es immer auf uns abgesehen. Die kommen immer in so merkwürdigen Momenten. Manchmal kommen die auch so, ohne dass sie uns angreifen. Ja, wenn wir hier nicht rechtzeitig reagieren, kann der uns übrigens auch töten. Boah, geil, viel Geld. Wenn wir hier nicht rechtzeitig reagieren, dann können die uns auch... Ja, können die uns auch töten. Das ist mir nämlich beim ersten Mal passiert, weil ich mich so erschrocken hatte und gar nicht wusste, was das jetzt zu bedeuten hat, dass der Typ mich da einfach von hinten anfällt. Ja, das war ein bisschen seltsam. Aber nun ja, es hat sich ja dann aufgeklärt, dass dieser Typ mir nichts Gutes wollte und ich vielleicht darauf achten sollte. Ich erschrecke mich trotzdem immer wieder, wenn mir so einer über den Weg läuft. So, Leute, ihr wisst, was kommt. Wir verkleiden uns mal wieder als Alter Ihr. Nee, Spaß, wir reisen einfach mal in eine Erinnerung der Vergangenheit zurück. In die Zeiten von Alter Ihr. Und begeben uns auf die Spuren des alten Meisters der Assassinenkunst. Wir haben ja schon mal einen Teil der Geschichte von Alter Ihr nacherlebt jetzt hier. Und ja, wie ihr euch denken könnt, mit jedem Schlüssel wird ein weiterer Teil aufgedeckt, der sich dann vor uns noch verborgen hatte, aber dann für uns halt sichtbar wird. In der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und ja, damit das ich bin mal leise. Zerstören, dass die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister, doch der Apfel hat euch verdorben und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Okay. Wir haben unseren Mentor getötet. Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Das Holz geschichtet. Na, was hat Altair denn jetzt mit seinem Mentor vor, du? Dürfen wir ihn jetzt tragen? Ach toll. Des Mentors Totenwache. Altair hat seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben musste. Nicht mehr als 3 Synchronitätspunkte verlieren. Jetzt denken sich einige, was sind Synchronitätspunkte? In den Erinnerungen von Altair haben wir keine Lebenspunkte, sondern offenbar Synchronitätspunkte. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Würdet ihr nach Lass mich durch, bitte. Natürlich. Ich kann übrigens nicht schneller gehen, also... das erste Mal, wo ich hier lang bin, bin ich jedes Mal hier nach oben weiter und habe nicht gesehen, dass es da unten weitergeht. Das war ganz toll. Den Eintrag über Altair hatten wir uns, glaube ich, irgendwann... Schau mal, durchgelesen. Ich versuche übrigens gerade Waffen auszuwählen, deshalb diese merkwürdigen Geräusche. Ich fand diese Geräusche nur gerade so witzig. Unser Mentor täuschte ja uns alle. Fäuste haben die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erkläre es euch. Oh, der ist misstrauisch. Oh, oh. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Ja. Er redet, bis er zufrieden ist. Das kann aber lang dauern. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja. Ah nee, hier war das, wo ich immer oben lang bin und es ging aber unten lang. Absolut war das. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche. Aber Sofian, ein Moment. Ich will mir das hier gerade mal einmal kurz durchlesen, weil der Typ auch eine relativ wichtige Rolle spielt. Und zwar müssen wir dazu halt ein bisschen was über seine Geschichte wissen, damit wir das ja auch ein bisschen besser verstehen. Aber Sofian wurde 1166 geboren und hatte eine recht schwere Kindheit. Sein Vater, der 1176 von den Sarazenen gefangen genommen und gefoltert wurde, verschwand schon früh aus seinem Leben. In der Annahme, er sei verlassen worden, verfiel Abbas in eine schwere Depression, die nur seine Freundschaft zu und Hingabe an seinen Lehrmeister Al-Mualim lindern konnte. Doch all dies änderte sich, als sein Freund und Vertrauter Altair ihm etwas verriet, was Abbas für eine grausame Lüge hielt, nämlich dass Abbas Vater unter der Folter den Assassinenorden verraten und sich später aus Scham darüber das Leben genommen hat. Zornig lehnte Abbas diese harte, ungeschönte Wahrheit ab, eine Wahrheit, die Al-Mualim weder bestätigen noch entkräften wollte.
Von diesem Punkt an betrachtete Abbas Altair als Lügner und Verräter und als zu verschlagen und boshaft um den hehren Regeln des Credos zu dienen. Als er älter wurde, reifte Abbas zu einem fähigen und respektierten Assassinen heran, aber seine Persönlichkeit ließ stets zu wünschen übrig. Humorlos und mit beinahe fetischistischer Hingabe für die Bruderschaft verabscheute er zugleich Al-Mualims Günstlingswirtschaft und Altairs freie Interpretation des Credos. Trotzdem blieb er für viele Jahre ein treuer Gefolgsmann und wusste seine Abneigung gegen seinen früheren Freund gut zu verbergen. Das Schweigen fiel ihm allerdings zunehmend schwerer und während er Altairs steilen Aufstieg zum Meister und später zum Mentor mit einsehen musste, füllte sich Abbas Herz immer mehr mit lähmendem Hass, den er kaum mehr geheim halten konnte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er aus ihm hinausbrach. Und ihr glaubt, also ihr seht, der Typ kann uns wohl nicht so leiden. Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Dann hättest du besser hingucken müssen. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. Oh Leute, wir wollen Al-Mualim verbrennen. Zeige ich euch, was ich weiß. Ich glaube, das ist im Credo nicht so erlaubt, dass man irgendwelche Leute verbrennt. Vor allem nicht seinen Mentor. Also irgendwelche Leute. Den Mentor darf man, glaube ich, nicht verbrennen. Ja, er verbrennt ihn. Sag ich ja. Altair! Nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Ich sag ja. Hört mich an. Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Oh. Bekloppter Typ. Ja, und jetzt macht er was ganz, ganz Verrücktes. Warnung, im Zielgebiet bleiben. Ich habe mich noch nicht mal bewegt und krieg direkt eine Warnung. Du kannst dir nicht machen, das für deine Sünde. Oh, entwaffneter Assassin, alles klar. Mit den Waffen kämpfen. Mit den Fäusten kämpfen, nicht mit den Waffen. Das sind ja unsere Kollegen, die können wir ja nicht einfach umbringen. Immerhin schmeißen die nicht mit Staub, das ist schon mal sehr nett. Und das mit dem Kontern klappt ja auch. Das sollte ich lieber nicht sagen, weil dann klappt es bestimmt gleich nicht mehr. Ach doch, wir haben alle geschafft. Sehr gut. Was sagte ich euch, Altair? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön. Oh nein. Oder nicht? Er fällt jetzt auch in den Bann des Edenapfels. Ja, und es tötet ihn. So Leute, macht euch auf eine scheißige Mission gefasst. Denn jetzt, wir müssen kurz warten. Weil wir jetzt nämlich auch immer so abstürzen, wenn dieses passiert. Und dann stürzen wir halt immer ab. Aber wir müssen halt rechtzeitig bei Abbas sein. Ja. Das war knapp. Wo ist der denn? Ach, hier. Bitte, einmal. Ja, ist klar, ne? Ich stehe da ganz normal drauf. Schnell hoch. Oh Gott, das war knapp.
Oh, schnell. Ja, lass mich weitergehen, bitte. So, wir sind da. Und wir nehmen jetzt den Edenapfel an uns. Wir werden Abbas retten, bevor er stirbt. Oh, der Himmel sieht toll aus. Vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lernen? Oh, seine Augen. Oder führst du uns alle in den Ruin? Tja, das ist wohl die Frage. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wie man bei dieser Mission Synchronitätspunkte verlieren könnte. Ich meine, die einzige Möglichkeit wäre ja, dass man von ganz oben vom Turm irgendwie runterfällt, wenn einen der Edenapfel erwischt. Altair. Aber naja, gerade 26 bin nochmal leise. Schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Ach, ich glaube, die Macht hat er ganz gut aufgefasst. Oh, die Sequenz beendet. Sehr schön. Das heißt, es beginnt jetzt erstmal eine neue Sequenz. Sequenz 4 haben wir beendet. Das heißt, Sequenz 5 geht gleich los. Wer sitzt denn da am Tisch? Ist das die Diebin? Ah, toll. Jetzt kann ich es natürlich nicht mehr erkennen. Ich hätte vielleicht mal vorher gucken sollen, ja. Ah, ja. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Wir schreiben jetzt erstmal wieder ein Brief von unserer Schwester. Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten, oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Wie süß er Sophia schützen möchte, ne? Erbe des Reiches. Sequenz 5. Und wir sind natürlich immer noch in Konstantinopel. Neue Gegenstände in Buchläden freigeschaltet. Sehr schön. Und da wir jetzt schon wieder am Ende der Folge sind, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder mit Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dann.